willkommen zu einer weiteren Lagebesprechung. Heute mit einem etwas spezielleren Gast. Und zwar habe ich Nikolai Alexander heute bei uns auf dem Podcast. Er ist rechter YouTuber, kann man es nennen. Er macht vor allem YouTube-Videos und hat auch einen höheren Bekanntheitsgrad im rechtsalternativen Milieu über die Administration des Discord-Servers Reconquista Germanica erlangt. Hallo Nikolai. Ja, hallo Jonas, freut mich, dass ich hier sein kann. Erklär doch mal unseren Zuhörern, ich glaube, dass ein größerer Teil wahrscheinlich nicht unbedingt so internetaffin ist. Was war denn, beginnen wir einfach mal bei Reconquista Germanica. Was war denn Reconquista Germanica? Also Reconquista Germanica ist ein Internetprojekt gewesen, das wir 2017 gestartet haben vor der Bundestagswahl und das dann etwas mehr als 2 Jahre Bestand hatte. Und wir haben eben diese technische Infrastruktur, das Programm Discord genutzt, ist damals noch relativ neu und dementsprechend auch, soll man sagen, ja, interessant für die Jugend war. Das haben wir eben genutzt, um möglichst viele patriotisch interessierte oder rechtsgerichtete Leute dort draufzuziehen und haben dann eben einfach mal versucht, diese Leute zu Aktivismus und ähnlichen Dingen anzutreiben. Zunächst mal vorwiegend im Netz und haben uns da teilweise auch an diesem, wie hieß es, Handbuch für Netzguerillas oder so orientiert und haben eben so versucht, Einfluss auf den Diskurs zu nehmen. Und das war eben so vor allem die Anfangszeit mit der Bundestagswahl, da haben wir eben versucht, Einfluss zu nehmen und dann im Laufe der Zeit hat sich das Projekt dann so auch nach und nach weiterentwickelt, ja. Und was war der ausschlaggebende Punkt? Also du hast ja jetzt schon länger YouTube-Videos aufgenommen, also länger, als dass du eigentlich diesen Server geleitet hast. Und was war für dich so der Faktor, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein Projekt, das muss man angreifen? Also der entscheidende Faktor war der, ich mache jetzt seit etwa 10 Jahren ziemlich genau meine Videos, wie viele andere eben auch publizistisch tätig sind, auf welchem Wege ist ja egal, ob Artikel, Bücher, Podcasts, wie auch immer. Und unterm Strich läuft es immer darauf hinaus, man stellt seine Inhalte ins Netz, die werden dann von anderen Leuten konsumiert, die finden das gut oder vielleicht auch nicht. Aber das war es dann mehr oder weniger auch. Also das heißt, der Konsument, der Zuschauer verharrt in einer überwiegend passiven Rolle. Und das empfinden viele als Problem und so war das bei mir und einigen anderen eben auch. Und wir dachten, wenn da so viele Menschen sind dort draußen, die mir zuhören und die das gut finden, dann müsste es doch möglich sein, daraus noch mehr zu machen und das Potenzial, das diesen Menschen inhärent ist, irgendwie aus ihnen herauszukitzeln. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach mal aus. Und der andere Faktor war eben, dass damals dieses neue Programm, diese Technologie auf den Markt kam, weil im Internet ist natürlich auch entscheidend, wenn man Menschen organisieren möchte oder irgendwie vernetzen, zusammenbringen möchte, das ist natürlich abhängig von gewissen Netzwerkeffekten und gewissen technischen Parametern und Discord bot sich dafür eben sehr an. Und der Anspruch war eben damals, die Zuschauer aus einer passiven Rolle in eine aktive Rolle zu bewegen, dass sie eben aktiv werden. Und das hat zum Teil auch funktioniert, aber ist natürlich, es ist nach wie vor, bis heute ist das Problem eigentlich nicht überwunden. Also es ist praktisch ein fortwährendes Phänomen, dass die Masse eben in einer gewissen Passivität verharrt. Und da sollte man stets und ständig gegen ankämpfen, meiner Ansicht nach, auf welchem Wege auch immer. Und wie funktioniert jetzt diese Netzwerkfähigkeit in diesem Discord? Also das ist auch eine Sache, wo jetzt zum Beispiel ich gar nicht weiß, welchen Vorteil das dann hat. Also wie ist es denn möglich, also welche Möglichkeiten bietet denn Discord, jetzt Netzwerke im Internet einfacher zu knüpfen als ohne dieses Programm oder diese Programmierbasis? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich bei sämtlichen sozialen Plattformen sich so auf natürliche Art und Weise gewisse Effekte einstellen. Zum Beispiel, dass auf Twitter wird man eher jüngere Nutzer finden, natürlich nicht ausschließlich, aber die Jüngeren sammeln sich vorwiegend auf Twitter, YouTube, vielleicht Instagram. Auf Facebook ist eher die ältere Generation zu finden. Und
das ist eben mit, also verschiedene Programme, verschiedene Webseiten haben halt dann verschiedene Art und Weisen, wie sie sich da eben auswirken. Und bei Discord hatte man eben den Vorteil, man konnte einmal Textkanäle und Sprachkanäle sortieren. Jeder konnte kostenlos seinen eigenen Server machen, dort Leute draufziehen, denen Berechtigungen, Ränge zuteilen und somit halt die Möglichkeit, bestimmte Kanäle zu sehen oder nicht. Man konnte sich dort dann schriftlich austauschen und über die Sprachkanäle eben auch mündlich. Und so in dieser Form, mit dieser Benutzerfreundlichkeit gab es das vorher meines Wissens noch nicht. Ja. Und man könnte sowas sicher auch auf anderen Wegen hätte man das organisieren können, aber das hätte einfach nicht so effektiv funktioniert, weil es einfach auch darauf ankommt, es muss komfortabel sein für die Leute, es muss attraktiv sein und es sollte auch am besten irgendwie neu sein. Ja. Das ist der neueste Schrei, wo einfach jeder ist, dann ist die Hemmschwelle geringer, dass andere sich eben auch dort anmelden. Und das war die Zeit, als ganz viele Leute ihre Discord-Server gestartet haben und ihre Community dort draufgezogen haben. Und den Effekt haben wir eben auch ausgenutzt zu dieser Zeit. Ja. Also eigentlich eine Form von, naja, technisch versierterem Forum. Also diese grundlegende Struktur ist wie in einem Forum, ja. Aber ich kann damit viel, viel mehr machen als in einem Standardforum. Ja, so könnte man sagen, ja. Ist aber generell jetzt nicht das Problem, dass ich, weil du davon gesprochen hast, Aktivität zu erzeugen, dass ich die Leute dadurch ja nicht eigentlich schon in der digitalen Blase weiterhin lasse, also in dieser Digitalaktivität, die jetzt noch keine physische Aktivität unbedingt darstellt, dann indem man demonstrieren geht oder was weiß ich, Aufkleber klebt, sondern man ist dann da ja in seinem Forum und bleibt dann weiterhin im Digitalen. Also wie bekomme ich es da eigentlich hin, Aktivität zu erzeugen? Oder bleibe ich dann einfach nur bei einer Internetaktivität? Ja, das ist ein Stück weit ein Problem. Also ich denke, es ist durchaus wichtig, die Menschen zur Aktivität im realen Leben anzutreiben und zu motivieren. Das haben wir auch versucht. Aber man muss natürlich beachten, also man wird eine gewisse Prozentsatz von Leuten haben, die wird man dazu grundsätzlich nicht bringen können. Die wollen das einfach nicht. Und einen gewissen Teil wird man dazu bringen können, aber nur eben unter bestimmten Bedingungen. Und grundsätzlich würde ich sagen, die Leute erstmal so in so einen alternativen Raum im Internet zu ziehen, ist eine niedrigere Hemmschwelle, als sie direkt zu einer Demonstration zum Beispiel zu bewegen. Und dort findet dann natürlich auch ein gewisses Community-Building statt. Also es bildet sich einfach eine Gemeinschaft, man tauscht sich aus und darauf aufbauend eben auf diesen Gesprächen und den Freundschaften und der Loyalität, die dort einfach entsteht, ist es dann auch viel einfacher, die Leute zu realen Aktivitäten anzutreiben. Also zum Beispiel an einem Treffen oder einer Wanderung teilzunehmen, an einer Demonstration oder an einer AfD-Veranstaltung und so weiter und so fort. Und das haben wir dann auch in den späteren, darauffolgenden Monaten auch vermehrt gemacht und die Leute versucht zu motivieren, eben Aktivitäten im realen Leben umzusetzen. Und das hat auch funktioniert, kann man sagen. Nur ist es eben so, dass unterm Strich doch immer der Prozentsatz, die eben bereit sind, an Aktivitäten im realen Leben teilzunehmen, dieser Prozentsatz ist einfach recht gering. Ja, das ist einfach so. Und es ist relativ schwierig. Aber ich würde sagen, in dem Rahmen und mit den Möglichkeiten, die wir da hatten, hat das gut funktioniert und es war auf jeden Fall ein Erfolgsmodell. Also es gab wirklich auch reale Aktionen, die aus diesen Serverstruktur entstanden sind und jetzt nicht einfach nur ein digitales Mobilisierungspotenzial. Ja, es gab reale Aktionen. Also am Anfang war es natürlich eine rein digitale Angelegenheit, aber natürlich auch in den Leuten selbst schlummert natürlich der Wunsch, dass es in die reale Welt hinausgeht und dass man handfestere Dinge verwirklicht. Und es wurden in einem beschränkten Rahmen gewisse aktivistische, kleinere Aktionen auch verwirklicht, gerade in der Anfangszeit. Und im späteren Verlauf haben wir uns aber dann eben mehr darauf konzentriert, eben auf die Gemeinschaftsbildung und die, in Anführungsstrichen, Ausbildung der Leute. Also es wurden, wie gesagt, Wanderungen unternommen oder auch Museumsbesuche, Kulturbesuche und oder vielleicht auch Besuche von
gewissen politischen Veranstaltungen. Und ja, das war natürlich dann unser Anspruch in der laufenden Zeit. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der Server durch Löschungen und Sperrungen, die immer wieder vorgekommen sind, ist der Server natürlich immer mehr zusammengeschrumpft. Und zurückgeblieben sind dann die, oder besser gesagt dabei geblieben sind diejenigen, denen es halt wirklich ernst war und denen es wichtig war. Und bei denen war dann natürlich das Potenzial auch viel größer, dass man sie zu Aktivitäten im realen Leben bewegen kann, als zu Leuten, die einfach mal so mal reinschnuppern und mal so vorbeischauen. Da ist es natürlich schwieriger. Diese Löschungen und Schrumpfungen waren jetzt aber Löschungen, die ihr selbst vorgenommen habt, weil die Leute sich falsch verhalten haben oder was auch immer. Nein, das war so. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr den genauen zeitlichen Ablauf im Kopf, aber es war so, dass der Server erstmal für einige Monate ruhig bestehen konnte, und dann im Anfang 2018 wurde dann der allseits bekannte Jan Böhmermann eben aufmerksam auf das Projekt und hat dann auch ein im Rahmen seiner Fernsehsendung ein Video darüber gemacht. Und dann ging natürlich die linke Hetzjagd und die Meldungen gingen dann los, und infolgedessen wurde dann der ganze Server, also komplett mit allen, die drauf waren, wurde eben gelöscht, und das hat sich dann immer und immer wiederholt, und mit jedem Löschvorgang ist er natürlich weiter in sich zusammengeschrumpft. Und die Leute, die wir händisch manuell entfernt haben aufgrund eines Fehlverhaltens oder dergleichen, das war eigentlich recht gering. Also das kann man sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht prozentual beziffern, aber unterm Strich waren es nur eine Handvoll Leute, die sich wirklich grob fehlverhalten haben. Also es ist ja auch eine beliebte Methode dann gewesen von linken Fernsehsendungen oder linker Berichterstattung, irgendwelche Einzelaussagen aus dem Kontext zu ziehen oder Kommentare, Screenshots da ins Rampenlicht zu zerren. Ja, und das waren eben fast immer, oder immer waren das Einzelfälle, ja, die dann entfernt wurden, und das war zu keinem Zeitpunkt repräsentativ. Würdest du sagen, dass die Aufmerksamkeit, die Böhmermann dem Projekt geschenkt hat oder auch dann danach gebracht hat, dem Projekt mehr geschadet oder mehr genutzt hat? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also das hängt davon ab, was die Zielsetzung ist. Wenn der Wunsch war, einen möglichst großen, gigantischen Server mit vielen Leuten drauf zu haben, dann hat er unterm Strich dem Projekt geschadet, weil er es in seiner Ursprungsform schon tatsächlich dazu beigetragen hat, es einzustampfen. Aus meiner Sicht waren all diese Prozesse eigentlich sehr heilsam, weil es war eine Art Selbstreinigungsprozess, wie er eben beim Goldschürfen stattfindet. Ja, mit jeder Löschung hat man eben Leute verloren, die, wie gesagt, es nicht wirklich ernst meinen, denen es nicht wirklich wichtig war oder die einfach andere Prioritäten hatten. Und man hat so eben, man hatte immer weniger Leute, aber man konnte sich dann immer sicherer sein, dass die auch wirklich dabei bleiben, dass es ihnen wichtig ist, dass sie loyal sind und dass sie da fest zusammenhalten. Und es hat dann auch über Monate hinweg die Gemeinschaft sehr gestärkt. Ich denke, das ist ein Effekt, den man auch anderswo beobachten kann, bei der Identitären Bewegung oder auch in der AfD. Wenn man von einem übermächtigen Gegner angegriffen wird und beschädigt wird, dann stärkt das natürlich den Zusammenhalt und siebt solche unsicheren Kantonisten aus. Und insofern, sicher, es hatte seine Vor- und Nachteile. Es war auf jeden Fall ein schwerer Weg. Ja, das war anstrengend und hart und unangenehm. Aber wozu es letztendlich geführt hat, kann ich unterm Strich nur begrüßen. Ja, weil ich würde es wirklich als persönlichen Weitergewinn, also in der persönlichen Entwicklung betrachten, sowohl von mir als auch denen, die daran teilgenommen haben. Aber bist du damit jetzt eigentlich nicht genau bei der Grundproblematik wieder rausgekommen, dass man wieder bei den wenigen Leuten landet, dieses Phänomen, was man ja auch eh schon so kennt, dass gerade eine wirkliche politische Aktivität jetzt nicht unbedingt von der Masse der Gesellschaft getragen wird, und dass dieser Versuch all dieser Konsumenten deiner Videos, diese zu mobilisieren, eigentlich nicht geglückt ist, weil du am Ende wieder bei den typischen Leuten gelandet bist, die auch, naja, ohne diesen Versuch der Mobilisierung, wenn du sie direkt angesprochen hättest und diese Netzwerke gebildet hättest, aktiv geworden wären. Ja, das kann man im Prinzip so sehen, das ist natürlich richtig. Man könnte dann die Frage danach stellen, was ist dadurch gewonnen worden? Und ich würde sagen,
Erkenntnis, ja. Also es ist tatsächlich so, man wird die breite Masse nicht dauerhaft konsistent zu einer Aktivität anregen können, zumindest nicht im jetzigen Zustand, wie er jetzt eben ist, dieser Gesellschaft, sondern was die Masse angeht, ist man angewiesen auf bestimmte große Ereignisse, Stimmungen, Gefühle, die sich da einfach in dieser Masse dann entwickeln und entfalten. Die muss man dann eben ausnutzen. Und auf der anderen Seite wird man eine kleinere Gruppe haben von Leuten, die einfach immer aktiv sind, immer dabei sind, auf die man sich verlassen kann. Und dieser Wunsch, die breite Masse da irgendwie anzuregen oder zu rekrutieren oder zu aktivieren, der war vielleicht auch teilweise verfehlt. Also wir sind da vielleicht von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Ja? Also viele haben so die Vorstellung, wenn wir es nur schaffen, möglichst viele auf die Straße zu treiben oder an die Wahlurne zu treiben, dann wird sich irgendwie schon alles, wird sich diese Gesellschaft schon irgendwie umwerfen, dann wird sich alles umwälzen. Und von diesem Standpunkt sind wir eigentlich nach und nach abgerückt und haben mehr, sind mehr zu dem Standpunkt gekommen, dass es wichtig ist, die Menschen, denen es eben jetzt schon ernst ist und die ein aufrichtiges Interesse eben haben an politischer Veränderung, dass man die eben an die Hand nimmt und formt und ausbildet und weiterentwickelt und dass es mehr auf die ankommt. Ja? Und das wird einen dann, wenn eben solche Stimmungen, Gefühle und so weiter sich in der Masse zum späteren Zeitpunkt wieder offenbaren, wie man das eben immer wieder hatte, zum Beispiel bei Chemnitz oder im Rahmen der Flüchtlingskrise und so weiter, wenn neue große Ereignisse anstehen, dass man dann eben eine Art mittlere Ebene hat, ja, von Figuren, die auch in der Lage sind, das Ganze zu organisieren und zu inspirieren und anzutreiben. Ja. Also ein großes Problem sehe ich eben darin, dass man eine breite Masse hat, die sehr sehr zerstreut ist, sehr amorph, die hat wenig Struktur, wenig Führung und es braucht eigentlich mehr Führungsfiguren, die in der Lage sind, das zu organisieren und die Leute zu inspirieren und anzutreiben. Und deswegen sehe ich es primär wichtig an, nicht hier heute jetzt irgendwelche Massen irgendwie zusammenzukratzen, sondern eher eine Schicht auszubilden und heranzubilden, die zu einem späteren Zeitpunkt dann einfach in der Lage ist, diese Massen, wenn sie dann von selbst irgendwann kommen, zu organisieren und anzuleiten. Also würdest du sagen, dass es für die außerparlamentarische Opposition, wenn wir sie jetzt mal einfach so zusammenfassen wollen, wichtig ist, eher sich darauf zu fokussieren, langwierige Strukturen herauszubilden, in denen feste Leute sitzen, die das auch so zu ihrem Lebensziel gemacht haben, dass wenn dann die Ereignisse auftreten, sehen wir mal zum Beispiel Pegida in seinen Anfangszeiten, dass die dann, die Leute, also diese Masse, die mobilisiert wird und auch die Leute, Stichwort, also siehe ja gerade bei Pegida, das waren ja, ich nenne es jetzt mal politische Quereinsteiger, die das organisiert haben, dass die dann auf Strukturen treffen, die sie organisieren oder sie auch vor ihren Fehltritten bewahren, die dann ja auch gerade bei Pegida passiert sind. Ja, absolut. Also würde ich absolut so unterschreiben. Habe ich damals auch als ein großes Problem angesehen. Es ist eben ein Phänomen, dass wenn sich in der Bevölkerung solche Stimmungen dann aufbauen und entladen, dass dann spontan irgendwelche Volkstribune an die Spitze gespült werden, die keine weltanschauliche Grundierung haben, die keiner kennt, auf die man sich eventuell überhaupt nicht wirklich verlassen kann, die keine Kompetenzen haben, aber die halt einfach zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und das kann dann eben das Problem mit sich bringen, dass letztendlich alles wieder in die Brüche geht oder aus den Fugen gerät. Und ich habe das nicht im Detail verfolgt, aber ich weiß natürlich, dass bei Pegida in dieser Führungsschicht es unzählige Streitereien gab in der Anfangszeit und dann wahrscheinlich die darauffolgenden Jahre auch noch. Und das ist natürlich sehr problematisch, ja. Und es wäre wichtig, dass wirklich feste Strukturen bestehen, also bestehen ja zum bestimmten Teil jetzt schon, aber man sollte eben weiter diese Strukturen ausbauen, wo Kompetenzen geschaffen werden und wo Know-how zur Verfügung steht, wo Strukturen zur Verfügung stehen, dass dann, wenn eben wieder solche Wellen auftreten, das Gleiche haben wir in der AfD gesehen, 2013,
da sind ja auch im Grunde sozusagen Dilettanten ans Werk gegangen. Und einige von denen, die weigern sich ja bis heute auf, auf Schnellroda und andere, die schon vielleicht auch Erfahrung mit den Republikanern hatten, darauf zu hören. Ja? Die sagen sich dann, wir wollen lieber unser eigenes Ding machen, wir wissen schon, wie das geht. Ja, seid ihr mal ruhig da am rechten Rand. Ja? Naja, und das sind alles sehr problematische Phänomene. Und ich bin der Ansicht, ja, man sollte weiter daran arbeiten, dieses intellektuelle Milieu, das eben über gewisse Kompetenzen verfügt, zu stärken, aufzubauen. Leute, die wirklich ihr ganzes Leben, ihre ganze Schaffenskraft diesen Fragen widmen. Und das halte ich für absolut entscheidend, weil ein Punkt ist eben auch, wenn solche Wellen kommen, wie 2013 mit Pegida und der AfD und so weiter, es ist natürlich schlimm, wenn man so eine Welle dann verpasst und wenn die dann einfach davon schwappt und wenn es dann alles irgendwie wieder auseinanderläuft. Und im Prinzip haben wir das so jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass dieser große Aufbruch, dass der wieder abgeebbt ist und wieder zurückgeht. Und man sollte für die nächste Welle dann eben vorbereitet sein, dass man es dann gleich alles in die richtigen Bahnen lenken kann, zu unser aller Vorteil. Würdest du sagen, dass das auch einfach die zentrale Aufgabe der außerparlamentarischen Opposition im Vergleich jetzt zur AfD ist? Also die jetzt dann sehr stark auf ihren eigenen Laden konzentriert ist und was ihre Hauptaufgabe für sich selbst ist, nämlich irgendwie Parlamentssitze zu gewinnen, sich am Ende da ihre parlamentarische Macht auszubauen, aber die dadurch nicht dazu in der Lage sind, die Strukturen draußen zu schaffen. Also auch gerade Stichwort Medien, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel auch nicht verstehe im Kontext AfD. Man beschwert sich die ganze Zeit über die großen Medienhäuser, aber die Medienangebote, die es dann gibt, also die alternativen Medienangebote, den spielt man zum Beispiel einfach keine exklusiven Informationen zu. Mhm. Also bei uns ist es auf jeden Fall jetzt schon mal eine positivere Sache. Also wir hatten jetzt hier auch schon einige AfDler auf dem Podcast, was auf jeden Fall aus meiner Perspektive eine gute Sache ist. Diesbezüglich und die auch immer mehr dazu zu diesen Mitteln greifen, weil sie selbst merken, dass es ansonsten problematisch wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass es in dieser Partei immer, also im Großen, nicht wirklich richtig wahrgenommen wird. Ja, das würde ich im Prinzip so unterschreiben. Also ich denke, ja, die außerparlamentarische Opposition sollte sich darauf konzentrieren, eben vorwiegend alternative Strukturen und Medien aufzubauen und Kompetenzzentren aufzubauen. Aber ich würde auch die AfD überhaupt nicht da entlasten und ihr sagen, das ist schon in Ordnung, wenn ihr euch aufs Parlament konzentriert, sondern bin umgekehrt der Ansicht, die AfD hat durchaus die Verpflichtung, dass sie genauso dabei mithilft und dass sie dem außerparlamentarischen Milieu entgegenkommt und diesem auch unter die Arme greift und dass sie das in der Vergangenheit nicht getan hat oder nur in einem sehr begrenzten kleinen Rahmen. Es ist natürlich immer eine Verallgemeinerung, weil einige Abgeordnete machen es ja und andere machen es eben nicht. Aber dass sie eben in einem größeren Rahmen das nicht getan hat, sondern sich so mehr auf sich selbst konzentriert hat, sich teilweise auch distanziert hat von Bürgerbewegungen oder von Charakteren außerhalb, ohne dass diese jetzt hochgradig problematisch oder schwierig wären, ja, dann wäre das ja nachvollziehbar, sondern sich ohne Not distanziert hat. Das ist natürlich alles sehr, sehr problematisch und da merkt man eben daran, dass da Figuren am Werk sind, die keine politische Erfahrung haben, keine politischen Kompetenzen und auch keinen wirklichen Weitblick, weil es gibt natürlich hier zwei Ebenen. Also aus Sicht des rechten Lagers ist es jetzt eben sozusagen mal wieder eine rechte Partei, die entstanden ist, ähnlich wie die Republikaner. Und es ist jetzt eine weitere Chance eben, unsere Standpunkte der breiten Masse näher zu bringen und so weiter. Und dementsprechend wurden da viele Hoffnungen reinprojiziert in diese Partei. Aber viele Kräfte innerhalb dieser Partei zählen sich eben überhaupt nicht zu diesem originär rechten Lager, die auf so etwas gewartet hätten, sondern die sehen das als ihr eigenes Projekt und die verstehen sich dann vorwiegend als
Ex-CDU oder CSUler oder als Liberale oder wie auch immer und verfolgen da ganz andere Ziele und Pläne. Und ihnen ist ein langfristiger Erfolg des rechten Lagers oder nationalkonservativer Strömungen, das ist eigentlich für sie Nebensache. Und das sind halt alles diese Spätfolgen aus dieser chaotischen Zeit 2013, 2014. Und man muss eben sehen, wie sich das alles, vor allem jetzt angesichts der Konflikte, die in der Partei entstanden sind, wie sich das jetzt alles nochmal sortieren und aufräumen lässt. Aber grundsätzlich würde ich jedem AfD-Parlamentarier raten, dass er ein bisschen einen größeren Blick auf die Dinge hat. Ja? Und er soll nicht nur an das Parlament denken, er soll nicht nur an seinen Posten denken, sondern man muss es wirklich begreifen als eine größere organische Struktur, die hier am Wirken ist. Das gilt eben sowohl für die linke als auch für die rechte Seite. Auf der Gegenseite arbeiten eben auch alle zusammen, Medien, Partei, Aktivisten auf der Straße und so weiter, sind alle miteinander verflochten, unterstützen sich, arbeiten miteinander und das ist eben auch Teil ihres Erfolgs. Und wir können auch erfolgreicher sein, wenn einfach mehr Zusammenarbeit und mehr Solidarität stattfindet. Und es ist so, es gibt außerhalb des Parlaments, im Internet und auch auf der Straße gibt es eben viele Bürger und Kräfte, die AfD immer unterstützt haben und die das auch weiterhin tun werden, nur die wurden zu oft im Regen stehen gelassen. Ja, und das ist nicht gut und da sollte man gegensteuern. Also ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube auch, dass vor allem im Hinblick auf deine Aussage zur Linken, ich glaube, dass gerade fürs rechte Lager muss man sich klar werden, dass in der Frage der außerparlamentarischen Opposition und wie das in Kombination mit einer Partei zu regeln ist, bedeutet es von den Linken zu lernen, heißt siegen lernen. Die machen das exemplarisch vor, wie man da am besten agiert. Mit Projekten, mit die Reihen geschlossen halten, wenn irgendwelche Einschläge kommen, wenn der VS wieder sagt, okay, da sind irgendwelche linksextreme Strömungen, gegen die müssen wir vorgehen, von denen müsst ihr euch quasi distanzieren, dann heißt es wieder, nee, das sind Einordnungen vom VS, die sind überhaupt nicht linksextrem. Also da wird direkt das eigene Lager geschützt und das interessiert auch die Parteien dann nicht. Also gerade die Linke interessiert das nicht, aber auch die Grünen nicht, was dann da erzählt wird und mit wem man reden darf oder mit wem nicht. Also was dann die Behörden zumindest sagen. Ja. Ja. Also da lässt sich auf jeden Fall als großes Vorbild nehmen, wie man das macht. Wobei, und da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt, sie natürlich einen absoluten Vorteil haben. Sie sind nämlich eher in der Position, dass sie, naja, zum Establishment irgendwo dazugehören und sich weniger die Sorgen darum machen müssen, dass sie jetzt an den Pranger gestellt werden oder sozial exkludiert. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Falle, die man ja auch dann im Reconquista Germanica Server hatte, ist diese Frage der Anonymität. Und stehen wir als Rechte nicht vor dem absoluten Problem, dass es für uns doppelt schwierig ist, dieses Potenzial zu aktivieren, durch diese, ich nenne es jetzt mal Repressionsfaktoren, die Leute von so einem Aktivismus noch viel, viel mehr fernhalten. Also ich glaube, dass es auf der Linken massiv niederschwelliger ist, sich mal an irgendeinen Stand zu stellen von Kampakt oder Attac oder wie sie alle heißen. Dafür verliert man seinen Job nicht. Ne? Also ja. Und ist das nicht vielleicht auch dann eben das Problem, was der Reconquista Germanica Server hatte, dass er dann zeitgleich auch einen Anreiz bietet, weiter in dieser Anonymität zu bleiben? Ja, also das ist natürlich absolut korrekt. Die Repression ist natürlich eines der wirksamsten Werkzeuge, um die Menschen passiv zu halten und auch anonym zu halten. Und das ist nicht zu unterschätzen, welche Register der Feind hier eben zieht. Im Prinzip schöpft er alles aus, was sich irgendwie ausschöpfen lässt, auch unter Bruch jedes Rechts eigentlich, nach unserem Verständnis. Und es nimmt ja auch in den letzten Jahren immer mehr zu, also auch, dass immer mehr zu offener Gewalt bis hin zu Mordversuchen mittlerweile übergegangen wird. Und da ist natürlich die natürliche Reaktion, dass Menschen dann eher den Rückzug antreten, versuchen, sich verborgen zu halten, zu verstecken. Und die Anonymität,
die natürlich bei gewissen Teilen des rechten Lagers dann vorherrscht, ich bin ja auch so eine Figur, die anonym auftritt, ist natürlich im Prinzip ein Zeichen, man könnte sagen, der Schwäche. Also es zeigt sehr deutlich, dass die Verhältnisse eben asymmetrisch sind. Der Gegner hat die Überlegenheit, ja, wir sind unterlegen und daraus resultiert das. Und das ist kein guter oder optimaler Zustand, aber wir sollten uns einfach die Frage stellen, wie könnte man damit umgehen. Ja? Und wenn sich für einen Aktivisten eben die Frage stellt, sollte er Gesicht zeigen oder nicht? Also grundsätzlich sehe ich so, es gibt eben zwei verschiedene Ebenen. Es gibt einmal eine persönliche Ebene und eine strategische Ebene. Jeder muss sich ganz persönlich die Frage stellen, kommt das für ihn in Frage? Und das ist dann eben abhängig von verschiedenen Faktoren. Stichwort Repression. Ist man mental zum Beispiel in der Lage, und nicht nur mental, sondern auch unter Umständen juristisch, finanziell, familiär, ist man in der Lage, diesen Druck standzuhalten? Ja, also wie groß wird dieser Druck potenziell sein? Ist man in der Lage, dem standzuhalten? Traut man sich zu, das durchzuhalten? Das wäre eben eine Frage, die man sich selbst stellen muss. Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, sollte man sich dann eben entscheiden. Und ebenso ist es natürlich so, das Gesicht zeigen und öffentlich auftreten hat seine Vor- und Nachteile, wie die Anonymität eben auch. In jeder der beiden Waagschalen liegt etwas drin. Und dann muss man sich auch entscheiden, was einem da eben wichtiger ist und was sich eben einfach, was eben strategisch im Moment geboten ist. Und wenn jemand über ein gewisses rhetorisches Talent verfügt, Charisma hat, gut aussieht, ja, dann könnte das eine sinnvolle Option sein, öffentlich aufzutreten. Wenn jemandem diese Gaben nicht gegeben sind, dann ist das nicht unbedingt angeraten. Dann sollte er sich vielleicht eher im Hintergrund halten. Ebenso, wenn er zum Beispiel sich in einem Unternehmen befindet, wo er zum Beispiel dann ein gutes Gehalt bezieht, ja, womit er ja die Bewegung unterstützen kann, diese Position aber verlieren würde, wenn er sich eben offenbart. Oder auch zum Beispiel Leute, die in Behörden oder der Polizei tätig sind und so weiter und so fort. Also man sollte das dann eben im Einzelfall persönlich prüfen. Ich finde das auch nicht gut, die Leute dazu zu guilt-trippen und sie dazu überreden zu wollen. Ja, das ist nicht sinnvoll, sondern man sollte, weil es kann halt nicht sein, dass Leute dann Gesicht zeigen und sich ins Feuer begeben und dann danach anschließend den totalen Rückzug antreten. Ja, das ist auch nicht gut. Dann sollen sie lieber anonym bleiben und aus der Anonymität heraus das beitragen, was ihnen eben möglich ist. Also wie gesagt, es ist eine persönliche Entscheidung. Man sollte das sehr genau abwägen. Und dann gibt es eben auch eine strategische Ebene, wenn man das Ganze dann von oben betrachtet. Durch die Repression ist es natürlich so, die Aktivisten oder auch oder zum Beispiel auch Abgeordnete der AfD, die in der ersten Reihe stehen, das heißt, die meiste mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die werden dann auch das meiste Artilleriefeuer abbekommen. Und ich spare mir jetzt Beispiele, ja, wir wissen, wie das abläuft, dass Autos angezündet werden und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht natürlich ein großer finanzieller Schaden. Wenn juristische Prozesse anstehen, ist das auch ein finanzieller Faktor und so weiter und so fort. Und die Linken können einfach viel mehr Schaden erzeugen und Druck erzeugen, als ein Einzelner alleine auffangen kann. Ja, das ist ja eben gerade der Trick dabei, dass man möglichst viel Schaden auf eine kleine Gruppe von Personen konzentriert und die so zum Rückzug drängt. Und das ist, kann man eben nur verhindern, indem dann die Bewegung als Ganzes, dass die Menschen, die im Hintergrund stehen, dass die eben gegensteuern und es unterstützen. Und daraus ergibt sich eben aus den Verhältnissen, wie sie sind, dass es immer eine kleine Anzahl von Leuten sein wird, die eben Gesicht zeigen kann. Und auf der anderen Seite eher eine größere Gruppe von anonymen oder halbanonymen Personen sein wird, die das Ganze aus dem Hintergrund unterstützt. Na, weil, wie gesagt, weil die Kosten, die das eben verursacht, ich meine, es gibt prominente Beispiele von AfDlern oder auch Mitglieder der Identitären Bewegung, was dort an Schaden angerichtet wird,
Da braucht es natürlich große Bürgernetzwerke oder Unterstützernetzwerke, um das aufzufangen. Ein Einzelner kann das nicht. Und wenn jemand auf sich ganz allein gestellt wäre, müsste er den Rückzug antreten. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Und deswegen muss es unterstützt werden. Und wenn natürlich alle gleichermaßen sich ins Feuer begeben, dann wer soll das da noch auffangen? Ja? Aber ist dieser Faktor, also was natürlich ausgespart werden muss und was natürlich eine Gefahr ist, wenn man die Leute mit Gesicht zeigen, auch zu früh da einfach reinstupst und auch dann keinen Plan hat, wie dann das Auffangnetz auszusehen hat oder man gar kein Auffangnetz hat, dass man dann natürlich vermeiden soll, die Leute zu verbrennen, ist klar, aber besteht dann nicht ansonsten das Problem, dass ich brauche auch einen Normalisierungsfaktor. Also wenn ich dann, ich muss ja zeigen und nach außen kommunizieren, das ist völlig normal, was wir hier machen. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie die blutsaugenden Vampire, als die wir dargestellt werden. Das ist ja auch immer eine Form von Gegenkommunikation, die durch so ein Gesicht zeigen passiert. Ja? Oder auch gerade, manchmal verwendet ja die Presse immer noch so alte Bilder aus den 90ern oder was weiß ich, mit irgendwelchen Springerstiefeln und Glatzen. Und dann ist man natürlich sofort eine kognitive Dissonanz, die man dann bei den Leuten erzeugt, die zum einen die diese Bilder sehen und dann zum anderen die realen Bilder. Und ich glaube, dass das ein ziemlich wichtiger Faktor ist, den man nicht runterfallen lassen darf. Ja, genau, das nur nochmal so als Zusatz. Ist es vielleicht eine Version, um aus dieser Problematik rauszukommen? Ich hatte jetzt letztens einen Artikel gelesen in der Jungen Freiheit von David Engels, der jetzt auch gerade dieses Buch Was tun rausgebracht hat. Eine Absage bis zu einem gewissen Grad an diese aktuelle Gesellschaft zu erteilen und sich konstruktiv darauf zu fokussieren, einfach in Parallelgesellschaften zu setzen. Also nicht nur einfach aus dem Faktor der Repression gegen das eigene Lager, sondern auch aus einem politischen Zielfaktor heraus. Ja, weil das Abendland eh verloren ist und es jetzt darum geht, diese Rückzugsorte für einen aufzubauen und in denen es sich dann auch aushalten lässt und ja, dort einfach die eigenen Strukturen zu bewahren, so gut es geht. Also ich will dieser strategischen Ausrichtung kein klares Ja erteilen, aber ich tendiere eher hierzu als zum Gegenmodell, muss ich sagen. Also vor einigen Jahren hätte ich das sicher noch anders gesehen, aber ich sehe in der gegenwärtigen Situation, wie sie ist, sehe ich für uns keine realistische Chance in näherer Zukunft, das heißt in den nächsten Jahren, wirklich die gesamte linke Hegemonie niederzukämpfen und breite Schichten der Gesellschaft auf unsere Seite zu ziehen und zu überzeugen und diese ganze Weltanschauungs- und Kulturarbeit, die ja über Jahrzehnte einfach nicht erfolgt ist, das einfach mal eben so nachzuholen. Also da sehe ich überhaupt keine realistische Chance. Und angesichts der Übermacht, die der Gegner hat und die er auch immer stärker ins Felde führt und ausnutzt, geht der Trend ganz automatisch hin zur Parallelgesellschaft und ich würde das auch unterstützen. Ich halte es aber nur für wichtig, man soll sich nicht in die absolute Isolation zurückziehen. Man soll der Gesellschaft und dem Land keine finale und endgültige Absage erteilen, weil es ist ja gar nicht möglich. Also wer sich hier aufhält, ist weiterhin hier in irgendeiner Weise in diese Gesellschaft eingebunden. Sein Schicksal ist weiterhin mit diesem Land und seinem Volk verknüpft. Und selbst wenn jemand auswandern sollte, dann ist es eben mit denjenigen verknüpft, wo er dann hingeht. Und angesichts der globalen Entwicklungen und globalen Prozesse, die wir haben, kann sich niemand völlig rausnehmen. Ja? Also jeder bleibt in irgendeiner Art und Weise eingebunden und eingefügt. Und deswegen sollte man da auch immer eine gewisse Verbindung aufrechterhalten. Aber man sollte halt prinzipiell nicht die Leute völlig aufgeben. Ja? Wenn es die Möglichkeit besteht, ein Gespräch zu führen, dann sollte man das auch tun und man sollte da sein Möglichstes tun. Aber es ist hauptsächlich auch eine Frage, wie man persönlich damit umgeht. Ja? Also wie viel, wo will man seine Kräfte investieren und wie viel kann man auch persönlich ab? Und es ist eben nicht sinnvoll, sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg aufzureiben, in der Überzeugungsarbeit an einer Bevölkerung, die gar nicht überzeugt werden will. Ja, es ist dann unterm Strich eventuell verschwendete Zeit und verschwendete Energie. Und man sollte tatsächlich dann eher
dahin tendieren, mit denen zu sprechen, die bereit sind zuzuhören, die auszubilden, eigene Netzwerke und Strukturen aufzubauen. Und das ist das, was ich persönlich empfehlen würde und was ich auch bevorzuge. Ja. Wie sehen jetzt deine konkreten Pläne für die Zukunft aus? Also auch gerade jetzt nochmal das im Kopf behaltend, die Frage der Bildung von Parallelgesellschaften oder nicht. Also ich habe jetzt gesehen, dass du wieder einen YouTube-Kanal hast. Also du warst ja auch immer betroffen von Deplatforming, um das mal auf diesem neudeutschen Begriff, mit diesem neudeutschen Begriff auszudrücken. Ja, genau. Wie sieht, was ist dein Plan jetzt als nächstes? Willst du erstmal weiter nur YouTube machen oder gibt es da schon andere, konkretere Sachen, die du in den Blick genommen hast? Also ich werde mich jetzt grundsätzlich erstmal wieder auf meine YouTube-Videos konzentrieren, ja, um beim Englischen zu bleiben, ja, back to the roots. Also das ist ein altes Erfolgskonzept gewesen und da werde ich jetzt erstmal dranbleiben, wieder meine Videos zu machen, die auch ich würde sagen, im Laufe der Zeit auch immer besser und professioneller geworden sind und über diese eben einen gewissen Einfluss zu nehmen, ja, und vor allem auf die jüngere Generation, das halte ich für sehr wichtig und dort eben die Thesen ja, auszusprechen, die sonst vielleicht zu kurz kommen. Und darauf aufbauend bin ich natürlich auch bereit, eventuell wieder andere Projekte in Angriff zu nehmen. Aber der Grundfokus hat sich tatsächlich für mich verschoben. Für mich ist nicht mehr entscheidend, möglichst viele Leute an Land zu ziehen oder möglichst großen Rummel zu erzeugen, sondern ich möchte die Menschen erreichen, denen es wirklich wichtig ist, denen es ernst ist, die ja, bereit sind, zuzuhören, was dazu zu lernen und konstruktiv etwas zu bewirken. Und ich bin der Ansicht, YouTube-Videos oder Videos allgemein bieten eine gute Ergänzung zu Artikeln und Büchern, um eben andere Schichten auch anzusprechen und zu erreichen, sind eventuell auch leichter zu verbreiten und halte es für ein wichtiges Medium, von dem zum Beispiel auch die Abgeordnete der AfD ja, vermehrt Gebrauch machen sollten. Das ist ein guter Schlusspunkt. Darauf enden wir jetzt. Wir sind ja auch schon weit fortgeschritten. Vielen Dank fürs Gespräch, Nikolai, und dir weiterhin viel Erfolg. Und dann schauen wir mal, was die Zeit dann bringen wird. Ja. Ja, wir werden sehen, was die Zeit bringen wird. Hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Und dann, ja, schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringt. Dann bleiben wir so. Mach's gut, vielleicht hören wir uns auch nochmal. Und an die Zuhörer, wir melden uns die Woche schon wieder mit der nächsten Lagebesprechung. Ich kann auch schon einen etwas prominenteren Gast ankündigen und ja, bis dahin.